Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft mit dem Tobi von GeoP. Ja, wir sind jetzt mal am gucken, beim letzten Part haben wir die mystischen neuen Diamanten gefunden, meine lieben Freunde. Wir haben endlich neuen Diamanten gefunden und haben ein paar Stacks Eisen dabei, aber dieser Creeper da hinten macht mir unglaublich viel Angst. Naja, wir sagen ihm, glaube ich, mal hallo. Drecksvieh, nicht bumm machen. Nicht bumm machen. So, okay, hast du gut gemacht, hast du fein gemacht. Boah, wenn jetzt irgendwas von der Seite kommen würde, boah, ich würde sowas von sterben. Ich würde sowas von krepieren und dich sowas von auseinandernehmen, mein Gott. Ah, Redstone, cool. Aber eigentlich will ich das Redstone haben. Wenn wir im letzten Part... so ein Drecksvieh. Vater, ich weiß ja, dass da drunter was ist. Ist der Redstone. Kann ich da rein? Nein. Boah, wenn ich da jetzt reingesprungen wäre, meine lieben Freunde, boah, ich wäre so tot gewesen. Ich wäre einfach so richtig tot gewesen. Ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass hier nichts von der Seite kommt. Ich habe jetzt auch entschlossen, dass wir vielleicht in diesem Part zurück nach Hause laufen. Aber ich baue jetzt erstmal hier noch die letzte Spitzhacke ab. Beziehungsweise ich könnte mir eigentlich noch eine neue bauen. Aber ich habe ja keine Holzblöcke dabei, deswegen war das eine relativ dumme Idee. Oder vielleicht finden wir hier in dem Gang etwas Feines. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das von hinten kommt, weil wenn die mich kicken, habe ich ein Problem. Meine lieben Freunde. Ja, genau. Dann habe ich ein wirkliches Problem. Jetzt muss ich geschickt das hier zubauen, weil nicht, dass die Lava dann da sozusagen überläuft. Das gibt es nämlich auch. Ich hasse das. Da macht die Lava nämlich das, was sie will und nicht das, was ich will. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Lava das macht, was ich nicht will. Weil Lava schließlich etwas sehr, sehr Tödliches. Ne, meine lieben Freunde? Oh, fuck, fuck. Fuck, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Warum habe ich das getan? Nein, Mann. Ich bin so blöd. Das will ich gar nicht. Oh, warum mache ich das denn jetzt mit der Axt? Ich bin auch so einer. Hm, so ein Scheiß, Mann. So ein Dreck. So ein Dreck, aber... Meine lieben Freunde, das meine ich vollkommen ernst. So. Jetzt haben... Wow, jetzt ist hier total dunkel. Wow. Ich kriege hier richtig Angst. Okay. Bauen wir hier noch kurz das Eisen ab, weil dann... Ich will auch eigentlich das vierte Stack Eisen noch komplett zu haben. Wäre eigentlich ganz cool. Und dann gehen wir auch endlich wieder nach Hause. Beziehungsweise im nächsten Part sind wir dann hundertprozentig wieder zu Hause. Weil im Milch habe ich keinen Nerv mehr auf die Mine. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn man irgendwie noch Diamanten oder sowas findet. Das Eisen könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Nein, habe ich jetzt keine Lust zu. Wir können ja sagen, beziehungsweise ich kann ja hier einen Wegpunkt hinsetzen, dass ich hier noch nicht so viel erforscht habe. Obwohl das eigentlich total dumm. Ich höre einen Slime. Slimey! Ich liebe Slimeys. Slimeys sind total hammergeil, meine lieben Freunde, weil von denen kriegen wir Steinbälle. Schleimbälle und von den Schleimbällen können wir uns Sticky Pistons bauen. Und mit den Sticky Pistons können wir uns epische Sachen bauen. Aber naja. Wow. Wir kommen ja von da. Ja, okay. Wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? Ein Stack. Okay, das ist in Ordnung. Gehen wir mal kurz nach da hinten gucken, weil wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht dieses merkwürdige Wasser... Das muss ich auch ausschalten. Oh, du blödes Wasser, du bist voll scheiße. Boah, aber wirklich, dieses Wasser, das regt mich immer wieder auf. Oh, so ein Dreck. So. Nein! Ich habe Angst vor dieser Lava. So. Kann ja nicht mehr so viel passieren. Nur meine lieben Freunde. Bombe. Da. So. Es kann ja auch nicht mehr so viel passieren. Baue ich das kurz weg. So. Ah, Laps. Oh, ich habe nicht mehr so viel. Mano, ich habe nicht mehr so viel Zeug. Ah, ich habe noch mehr andere Sachen. Okay, jetzt müssen wir erstmal das hier alles wegbauen. Schling, 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 schling. So, schling. So, schling, 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 schling. Nein. Egal, bauen wir jetzt mit Erde weiter. So, kann ich das hier erstmal, das Redstone schön abbauen. Weil Redstone ist ja schließlich was Tolles. Vielleicht findet man das... Nein! Okay, es ist soweit, meine lieben Freunde. Ich werde gezwungen, nach Hause zu laufen, weil ich nichts zu craften habe. Ich kann jetzt auch nichts mehr abbauen. Ich habe gar nichts mehr, obwohl ich jetzt Theorie... Ich habe aber kein... Ich habe kein Holz, ich blöde Nuss. Ich habe kein Holz und Diamanten kann ich auch nicht mehr abbauen. Deswegen heißt es jetzt ab nach oben. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich komplett hochbaue? Eigentlich gar... Scheiße, wie soll ich mich denn hochbauen hier? Och, nee, jetzt... Boah, jetzt brauche ich aber... Jetzt muss ich wirklich nach Hause laufen. Okay. Ich laufe jetzt so, wie ich gekommen bin. So, okay. Also ich kann mich nicht gut entsinnen, wie wir gekommen sind. Ich weiß nur, dass wir hier aus dieser Richtung gekommen sind. Ich bewaffne mich mal mit meinem Schwert. Weil wir sonst ein... Nee, ich muss in die Richtung. Das war ein Abzweig. Von hier sind wir gekommen. Ja, genau. Von hier sind wir gekommen. Dann sind wir hier drüber. Ach, warum habe ich eigentlich keine Musik... Ich habe die ganze Zeit keine Musik angehabt. Mein Gott. Ich bin zu viel von der Community Let's Play geschädigt. Wow. Slimy. Slimy! Boah, bist du fett, Dicker. Mach mal eine Diät. Wow. 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 Slimies. Die sind voll knuffig, ey. Komm zu mir. Komm zu Papa. Wie ging das noch? Ja, genau. Komm zu mir. Yay. Yeah, Slimy. 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 Die Slime.
Slime, die Slime, die Slime. Ach komm, na. Ihr seid auch nur ein bisschen blöd, oder? Slime. So, okay. Sorry, Slimes, aber jetzt muss ich euch töten. Slime, ey. Slime, ey. Wie viele Schleimbälle haben wir jetzt eigentlich? Es müssen noch einige sein, oder? Oder? Ja, 12 Stück. So, scheiße, von wo sind wir jetzt gekommen? Dieser mystische Weg ist einfach zu hoch für mich. Ah, das sieht gut aus. Boah, hier ist ja noch mehr Eisen. Hier ist so viel Eisen, meine lieben Freunde. Ich kann da gar nichts mehr. Auf jeden Fall muss ich hier hoch. Weil von hier sind wir auch gekommen, meine lieben Freunde, ne? Glaube ich zumindest. Ich höre schon wieder einen Slime. Wir haben irgendwie viel zu viele Slimies. Aber naja, okay. 350 Meter. So, lauf mal hier lang. Steaks und sowas hätten wir ja theoretisch noch genug, aber... Sind wir wirklich von hier gekommen? Nein. Es kann auch gar nicht möglich sein, dass wir überhaupt hier lang gelaufen sind, meine lieben Freunde. Das war relativ cool, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns im Endeffekt irgendwie hochbauen müssen. Ich habe zwar noch gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, zwar gut funktionieren soll, aber darüber werde ich mir gleich Gedanken machen. Ah, hier ist noch mehr Gold. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Ende, oder sind wir dann im Kreis gelaufen? Ja, genau, wir sind im Kreis gelaufen, cool. Okay, dann laufen wir jetzt noch mal im Kreis. Kreis, wo sind wir denn hergelaufen? Die Holzvilla ist da oben. Ja, das Schlimmste, was wirklich passieren kann, dass wir uns einfach so... Ich weiß, dass ich hier gerade eben lang gelaufen bin, aber ich will irgendwie nach oben. Scheiße, ich brauche Holz. Manno. Warum gibt es hier eigentlich keine Minenschächte mehr? Aber wenn wir uns jetzt theoretisch hier hochbauen, ich weiß doch noch nicht so ganz womit. Okay, damit dauert das viel zu lange. Schaufel dauert. Ah, Schaufel geht relativ schnell. Ja, oh, geht gar nichts schnell, meine lieben Freunde. Geht gar nicht. Knochen? Mein Eilwerkzeug? Damit habe ich früher mal alles abgebaut. Ja, mit den Knochen funktioniert's. Okay. Aber wir sind 29. Wir müssen mindestens auf 64. Ich sag mal so, auf 60 ist doch meistens die Höhe so. Ach du Scheiße, das wird jetzt echt lustig, meine lieben Freunde. Ach egal. Knall ich euch ein wenig mit Weisheiten zu. Ja, ich bin jetzt mal wieder in der Schule und muss mal wieder heftig für Klausuren lernen. Ja, meine lieben Freunde. Muss mich langsam vorbereiten und besser in der Schule werden. Ja, denn ab nächstem Jahr habe ich sozusagen mein Leben in der Hand. Denn ja, ich bin dann in der Q1. Und die wird ja schon zum Abitur gezählt. Und wenn ich einen schlechten Numerus Clausus habe, kann ich nichts machen. Dann werde ich schlecht und dann werde ich total minderwertig und irgendwie... Aber naja, das klappt schon. Das muss klappen, meine lieben Freunde. Ja, und was macht ihr gerade so, außer dieses Video zu schauen? Ja. Wie geht's euch? Was macht ihr Feines? Was läuft euch gerade durch den Kopf, während ich diese Knochen benutze und ich diese epischen Steine in dieser wohlgeformten Mine abbaue? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon 8 Minuten jetzt. 8 Minuten, weil wegen dem Intro noch. Ja, das muss ich immer da drauf rechnen, meine lieben Freunde. Ja, boah. Boah, wir haben ja schon echt viel geschafft. Boah, das macht mich richtig depressiv, meine lieben Freunde. Also wirklich, das ist doch schlimm. Da kann ich mich stundenlang über auflegen. Warum hab ich das denn gemacht, ich Idiot? Warum habe ich weiter abgebaut? Ich bin so blöd, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe kein Holz. Kann man Stickies zu Holz umwandeln? Ich glaube nicht, oder? Wenn das jetzt funktioniert, fresse ich einen Besen. Nö. Wäre auch echt lustig gewesen, wenn. Das Problem ist, wie soll ich das denn machen? Ich kann ja sonst nichts anderes machen. Mit Erde oder sowas kann ich ja nicht craften. Scheiße. Naja. Na. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Dann müssen wir wohl elendig hier hoch uns bauen. Uns elendig hier hochbauen und dann müssen wir einfach nach Hause. Zur Holzvilla. In unser warmes, gemütliches Bett. Ich habe keine Ahnung, was dort passieren wird. Aber ich weiß schon in etwa, was wir da machen werden, weil wir müssen halt erstmal eine Uhr und sowas aufhängen, weil wir haben so viel Scheiß, meine lieben Freunde. Wir haben richtig viel Zeug in der Mine jetzt aufgegammelt, weil guckt euch das mal an, wir haben so viel Stacks Redstone oder wir haben ja 3,5 Stacks Eisen, glaube ich. Und vor allen Dingen das Allerbeste ist, wir haben 9 Diamanten, meine lieben Freunde. Das ist einfach nur hammergeil, boah, ich habe mich so richtig gefreut, boah, das war richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Boah. Können wir uns alles erstmal bauen, was wir brauchen. Dann können wir uns nämlich eine Stierspitzhacke bauen. Weil wir haben ja jetzt dann insgesamt, haben wir ja dann 11. Können wir uns einen Enchanting Table bauen. Ja, dann lasse ich das erstmal. Mein Dierschwert oder sowas brauchen wir erstmal nicht mehr. Beziehungsweise im Moment brauchen wir das nicht. Wenn wir natürlich mehr Dias gefunden haben, kann man darüber überlegen. Aber so. Nee. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und ich werde auch wahrscheinlich das so machen, dass die Waypoints halt so bleiben. Nur, dass ich dann, wie soll ich das machen? Ich bin jetzt am Überlegen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nach hier oben. Wenn ich hier rauskomme, dann setze ich hier einen Waypoint und sage so, hier geht's zur Mine. Und dann deaktiviere ich den Waypoint, sodass ich den nicht sehe. Und wenn ich dann wieder da rein will, dann weiß ich, wo ich lang muss. Meine lieben Freunde.
Ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier gleich so plötzlich Wasser kommt und ich so richtig viele Probleme habe beim Abbauen. Weil das ist echt das Schlimmste, was mir eigentlich passieren kann. Boah, jetzt ehrlich, wir haben jetzt innerhalb von einer Minute vielleicht ein paar Blöcke abgebaut. Kriegen wir dadurch denn wenigstens Cobblestone? Nö, doch. Nö, kriegen wir nicht, sonst hätten wir schon mehr. Ach, egal. Interessiert mich nicht. Muss einfach so sein, meine lieben Freunde. Und kann man leider auch nichts dran ändern, aber trotzdem. Hier in Köln ist mal wieder schönes Wetter und es ist wirklich mal langsam Sommer. Und Mini-Rock-Safari-Zeit und sowas kommt langsam aber sicher. Okay, wir Jungs, wir fangen da ja meistens an. Mit den kurzen Hosen, den lässigen T-Shirts und der coolen Art und der Sonnenbrille. Ja, ich finde eh das Dümmste. Morgens, warum zieht man sich eine Sonnenbrille an, wenn die Sonne nicht scheint? Nur weil es morgens warm ist? Ihr sagt nicht, das ist cool. Also, das ist doch irgendwie, das ist so, ich finde es merkwürdig. Jetzt mal ganz ehrlich, das finde ich wirklich merkwürdig. Es ist zwar irgendwie lustig und sieht vielleicht auch gut aus, meine lieben Freunde. Ja, jetzt kommt der Hipster in mir raus und so. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das wirklich nötig, morgens eine Sonnenbrille anzuziehen, wenn es gar nicht hell ist, beziehungsweise die Sonne nicht scheint? Ich raff den Sinn daran nicht. Aber naja, was es nicht so alles gibt in dieser großen, weiten Welt. Ne? Ups, jetzt habe ich volle Möhre auf meinen Monitor gespuckt. Weil wenn jetzt gleich ein Creeper von hinten kommt, das wäre voll tricky, wenn der so den Gang hochkommt. Obwohl, das fände ich richtig geil. Einen Creeper kann ich, glaube ich, aushalten, oder? Ja, ich höre was. Das gefällt mir nicht. Aber wenn ich jetzt gleich in der nächsten Mine über mir bin, boah, dann werde ich so sauer. Werde ich wirklich sauer. Meine lieben Freunde, boah, richtig episch. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ihr könnt wieder zu... Ich sage euch Bescheid, wenn ihr wieder sozusagen wieder auf den Bildschirm schalten könnt, weil im Moment... Im Moment rede ich eh nur vor mich hin. Und jetzt bin ich einmal nach vorne gelaufen, total unnötig. Aber naja, warum sind die Knochen eigentlich so geriffelt? Ich habe keine Ahnung. Aber naja, kann man ja auch nichts dran ändern. Boah, ich will nach oben. Ich will nach oben, Mann. Ich will zu meiner Holzvilla. Was habe ich da eigentlich? Was ist das für ein Waypoint da eigentlich? Ein Spawner. Ein Spawner? Mission Impossible. Ja, nee, ich glaube, dabei brauche ich irgendwie... wir marschieren. Was ist das für eine Musik? Das ist irgendwie total mystisch, so mittelaltermäßig. Aber kann man ja auch nichts dran ändern. Meine lieben Freunde, wisst ihr, wie es funktioniert? Boah, das dauert Ewigkeiten, bis ich hier weiter oben bin. Alter Vater, jetzt bin ich jetzt auf 41. Und ich habe gedacht, im Meer ist nicht so hoch. Aber nein, so wie es aussieht, ist da so... Kurz davor, ich könnte ja theoretisch nochmal ein bisschen was an der Karte ändern, sodass ich dann halt besser irgendwie was machen kann. Ich könnte mir, wohl was bringt mir das, wenn ich das Eisen jetzt schon schmelze? Bringt mir gar nichts. Platz ist im Endeffekt das gleiche. Oh, ich bin jetzt schon dahinter am Abbauen. Cool, ich hoffe jetzt mal nicht, dass da Wasser kommt. Nee, kommt es nicht. Cool. Boah, dieser Gang, der ist... Also da, boah, wenn wir jetzt die Dingens hätten, also die richtige Schaufel, boah, dann würde da nicht die richtige Schaufel, die richtige Steinspitzhacke oder einfach nur Spitzhacke. Wäre ja richtig episch, aber nein, was macht... Wow, 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 fuck. Okay, auf jeden Fall haben wir Wasser gefunden. So, mal gucken, wie... Wow, fuck, Mann, ich werde sterben, oder? Auf jeden Fall kriege ich Schaden. Wow, ein ganzes Herz, Mann. Oh, schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht. Nein! Fuck, Mann! Scheiße, ich bin ertrunken. Ach, nö. Okay, jetzt können wir erstmal durch die weite Nacht rennen. Weil das sind unsere Diamanten und sowas. Nein! Aber anders hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, also... Fuck, Mann! Scheiße, hallo, Mumus. Die süßen kleinen knackigen Kühe, aber... Ah, oh, scheiße. Egal. Hoffentlich ist da noch alles. Obwohl, die Level sind mir eigentlich auch total egal. Obwohl, die waren eigentlich total episch und das war eigentlich richtig schön viel. Vielleicht schaffe ich es jetzt nicht und dann ist das ganze Zeug weg. Oh, ein Zombie in Goldrüstung. Coole Sache. Sieht mich aber eigentlich nicht. Och, nee. Scheiß Spinnis. Hört auf, mir hinterher zu laufen. Ich bin schneller hier den Berg hoch als ihr. Hoffe ich zumindest. Oh. Der Sprint gegen die Zeit. Der Sprint in das große, weite Land. Ja, ich hatte... Alter, ich hatte so viele Dias. Ich hatte 9 Dias dabei. Wenn das jetzt weg ist, boah, dann werde ich richtig wütend. Ja, genau. Hit mich einmal. Hit mich. Hit mich. Aua. Warum hat mich dieses Ding... Oh, jetzt laufe ich auch noch hier rein. So ein Scheiß, Mann, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt echt gedacht, wir schaffen das.
Aber nein, schaffen wir natürlich nicht. War ja total logisch, dass der Tobi so richtig schön klassisch abkackt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass... Och, ne. Ich sag nicht, das war so ein Babybecken. Aua, jetzt habe ich mir das linke Knie auch noch gebrochen. Super Nummer. Was gibt's denn hier Böses? Okay, hier sind nur ein paar Hühnchen. Die tun mir nichts. Die sind süß, knuffig und total niedlich. Würde ich sagen. Aber nein, natürlich sind wir jetzt gestorben. Ich dumme Nuss. Hoffentlich ist da jetzt noch alles. Alter Vater, das müsste ja dann eigentlich alles theoretisch runtergefallen sein. Ah, ich sehe meine EP. Okay, super, dass ich meine EP sehe. Diamanten sind mir aber eigentlich am wichtigsten. So. Smaragde. Die Stacks, das, alles, das, das, das. Jetzt mal kurz wieder hoch. Och nein. Kein Creeper. Kein Creeper. Wo sind die Diamanten? Alter Vater. Wo sind die Diamanten? Wo sind die Diamanten? Da. Ich hab sie gesehen. Da, da, da. Meine Diamanten. Jetzt halt, wo ich nach unten gehe, rüste ich mich mal kurz mit dem Schwert aus. Ich werde den Creeper hitten. Du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh, du machst jetzt nicht bumm. Nein, du machst jetzt nicht bumm. Ja genau, ass auf, komm, ass auf. Gut. So, jetzt gehe ich nochmal runter, wenn ich jetzt den Rest noch hole. Ach, ich kann mir gar nichts anziehen. Doch, anziehen könnte ich mir was, aber ich habe jetzt nicht gefunden. Was ist das? Achso, das war noch Redstone und sowas. Ach, da hinten, hier liegt überall was von mir, mein Gott. Warum habe ich echt so viel mitgenommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich noch Essen? Nein, das Essen ist hier unten. Super Nummer. Boah, das ist dieses elendige Getauche. Boah, dieser Part, der ist einfach nur scheiße geworden. Aber wenigstens sind wir oben und waren zwischendurch mal in der Holzvilla. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ich glaube, wir brauchen echt irgendwie was gegen... So, jetzt gehen wir hier noch runter. Habe ich jetzt eigentlich wieder ein Steak? Nö, habe ich natürlich nicht. Was? Okay. Oh, das Lied ist geil, aber das passt leider nicht zum Let's Play. Oh, du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh. Ich hätte doch mein ganzes Inventar voll. Alter, boah, jetzt bring ich dich. Aua. Hör auf, mich abzuschießen. Hör auf. Hör auf, Mann. Hör auf. Ich laufe gleich weg. Ach, da sind meine Steaks. Das sind meine Steaks, meine Steaks, meine Steaks, meine Steaks, meine Steaks. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Mein ganzes Steaks Eisen und sowas. Ist alles weg, oder wie? Nein, da liegt noch was. Boah, du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh, du. Aua, du Drecksvieh. Boah, ich hole mir jetzt erstmal eine Rüstung. So, ziehe ich mir die erstmal an. So. Du Drecksvieh. Aua. Ach, komm erstmal an Land. Genau, du Drecksvieh, komm erstmal an Land. So. Jetzt komm mal her hier. Komm mal her. Komm mal her. Wow. Fick dich. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut, meine lieben Freunde, das ist gut. Wie kann man nur so failen, meine lieben Freunde, wie kann man nur so failen wie ich? Aber naja. Boah, du Drecksvieh, du. Aua, stirb, stirb, stirb. Nein, 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 komm her. Komm zu Daddy, du kleine Schwuchtel, du, du Schwuckele, du. Find noch ein Stack Eisen. So, mein restliches Zeug liegt da. Genau, da liegt mein Zeug. So. Ist noch ein bisschen davon. Das, das. So, jetzt gucke ich nochmal. Da liegt noch EP. Och man, ich hätte 46 Level und jetzt bin ich nur noch Level 6. Das Wichtigste sind wirklich die Diamanten. Mann, ey, wie kann man nur so failen? Ist mal ganz ehrlich, meine lieben Freunde. Hat jemand schon mal einer so heftig gefailt wie ich? Fuck, man. Fuck, man. Fuck, 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 die fuck, die fuck, die fuck, die fuck, die fuck, die fuck. So. Okay, boah, jetzt stelle ich mich erstmal nach hier oben. Jetzt gucke ich. So. Aber mein Inventar ist fast wieder da. Aber mein Brustpanzer und mein Helm ist weg. Kann gut sein, dass sie kaputt sind. Denke ich mal. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sie kaputt sind. Da liegt noch ein bisschen was. Da liegt noch Eimer und noch mehr Redstone. Liegt hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Hier ist überall nichts. Ja. Und vielleicht ist hier noch irgendwo was. Ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Wenn noch ein Slot dann frei ist. Ja, das war's, oder? Wie viel ist das? Ja, das war's. Okay, jetzt müssen wir episch nach Hause laufen. In der Hoffnung, dass wir auch
gut nach Hause kommen und nicht so kaputt und zerstört, weil mein Eisenschwert ist auch fast kaputt und das bringt dann alles herzlich wenig. Aber ich könnte theoretisch noch ein bisschen... Ach, Food habe ich jetzt genug dabei. Ich habe ein ganzes Stack. Schweinefleisch... Nein, kein Schweinefleisch. Och, nee. Drecksvieh, du. Boah, jetzt werde ich erstmal ein paar Nächte so richtig heftig. Ach, du Drecksvieh, warum hast du einen Bumm gemacht? Egal. Wir laufen jetzt erstmal zur Holzvilla und bringen erstmal unsere schönen Diamanten nach Hause. Ich war Level 46. Level 46. Wow. Du Drecksvieh, du. Du Drecksvieh, du Drecksvieh. Du bist so dreckig, Alter. Oh Mann, ich hatte so viel. Ach, egal. So. Müssen uns halt so eine... Ich habe jetzt gedacht, wenn wir nach Hause kommen, können wir uns so eine schöne Spitzhacke bauen. Die so auf professionell verzaubert. Und dann sind wir so total imba. Warum snipen mich eigentlich die ganze Zeit dieses blöden Skelette? Die snipen mich immer und immer wieder. Die denken, sie sind was Besonderes. Ja, du Zombie denkst auch das. Wow! 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 Fuck man, Alter. Ist das hier auf Hardcore gestellt oder warum sind hier so viele Monster? Alter Vater, das ist auf normal. Ist das heftig, meine lieben Freunde. Boah, diese Creeper. Diese Creeper. Und ich habe echt gedacht, meine Lunge wäre größer. Beziehungsweise ich habe damit gerechnet, dass ich halt früher Luft kriege. Aber nein, kriege ich natürlich nicht. War ja logisch. Jetzt laufe ich erstmal hier den schönen Dschungel hoch. Gucken wir uns mal an, was das hier so alles Schönes läuft. Und was hier so alles wird. Oh, boah, Dschungelbäume hochlaufen ist nicht schön. Nix für den Tobi von GOP. Nix für den Tobi von GOP. Aber ich finde, unser Haus sieht jetzt eigentlich relativ episch aus. Wie, jetzt ist wieder Tag. Willst du mich verarschen? Ich bin genau rausgegangen, wo Nacht war. Es geht nämlich die Sonne geht unter. Genau, der Mond geht unter. So, jetzt können wir noch einmal ums Haus rumrennen. So, bam, katsching, badadaboom. So. So, bam, jetzt bringe ich erstmal das Wertvolle alles weg. So, so, so. Ich brauche eine neue Wertvollkiste. Ah, wir haben 11 Diamanten. Yippie-yay, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. So, jetzt kann ich erstmal schön viel Eisen brennen. So. Auf jeden Fall haben wir danach eindeutig keine Probleme mehr. Du Schande. Wir haben eindeutig zu viel. Eindeutig. Aber naja. Ich bringe jetzt auch mal das hier alles da rein. Das ist noch alles wertvoll. Das ist auch noch wertvoll. Cool. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal noch kurz pennen und dann ist der Part halt auch schon vorbei. Wow, warum ist hier ein Creeper drin? Alter, wie bist du denn hier reingekommen? Du Drecksvieh, du. Jetzt mal ehrlich, warum bist du hier rein? Du Drecksvieh, warum bist du hier drin? Warum bist du hier drin, hä? Was glaubst du, wer du bist, hä? Hä, hast kein Recht hier zu sein. Oh nein, ich kann jetzt nachts nicht schlafen. Super Nummer, meine lieben Freunde. Aber ich würde trotzdem sagen, bei dieser epischen Aussicht auf die Lava, die da hinten gerade eben war. Cool. Grafikbugs, FTW. Wow. Hallo, Creeper. Warum sind hier so viele Creeper auf dieser Welt? Das regt mich echt auf. Weil ich verstehe nicht, warum... Warum ist hier dieser eine Creeper gespawnt? Wo kommst du her? Woher? Hier gibt es keine dunklen Ecken. Aber nein, mein lieben Freund, ich würde sagen, es war auf jeden Fall mal ein hammergeiler Part mit ein wenig Strapazen und wir sind einfach eiskalt gestorben, aber was will man machen, meine lieben Freunde, was will man machen? Ne? Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, schaltet bitte demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt, dass der Tobi eine hammergeile Runde Minecraft spielt und vielleicht könnt ihr mir ein Däumchen da lassen, weil ich habe einfach Heißhunger auf Daumen, ich würde ihn einfach aufessen. Ja, die Grünen sind so der dezente Salat oder vielleicht das Geile. Nein, die Grünen sind Pizzas und die Roten, das ist so Vergiftungsstoff und damit wollt ihr mich einfach umbringen und ja, gebt mir noch einen Daumen, ich fresse ihn auf und wir sehen uns bis demnächst. Ciao!